gegen Tschechische Republik. Mehr zu den beiden Spielerinnen zum Verlauf des Hauptmann Cups bisher, zum Weg ins Halbfinale der beiden Teams gleich. Vorher schauen wir uns mal dieses Aufschlagspiel in Ruhe an. Es steht aus der Sicht von Nicole Provis 2:6 und 0:5, außerdem 0:15.24 Jahre alt, Nicole Provis hatte schon im Viertelfinale gegen Frankreich, gegen Nathalie Tauziat, das Match so gut wie verloren, lag im zweiten Satz mit 2:5 zurück. Aber drehte den Spieß noch einmal um. Gewann im Tiebreak des zweiten Satzes und dann 6:2 den dritten und entscheidenden Durchgang. Und das weiß natürlich auch Jana Novotná. Dementsprechend enttäuscht ist sie bei jedem Punktverlust und sie ist gewarnt vor der Kampfstärke von Nicole Provis. Durchaus nach wie vor die Gefahr, dieses Match zu verlieren aus der Sicht von Jana Novotná, auch wenn es bei 6:2 und 5:0 aus ihrer Sicht ziemlich klar aussieht. Und Novotná ist ja bekannt dafür, klare Spiele noch zu vergeigen. Da haben wir nun das Ehrenspiel für Nicole Provis im zweiten Satz. Ob es mehr wird, erfahren wir in wenigen Minuten. Entscheidet sich gleich. Sie hat es nun mehrfach noch in der Hand. Jana Novotná zunächst einmal mit eigenem Aufschlag. Die Tschechische Republik mit 1:0 in Führung zu bringen gegen Australien im Halbfinale. Ermittelt wird der Gegner des deutschen Teams Huber Karwacher im Finale. Tschechische Republik an 1 gesetzt, Australien hier an 5 gesetzt in Perth. Anschließend ziehen wir die Partie zwischen Petr Korda und Wally Mazur. At 15:30.
Mit diesem Doppelfehler zwei Breakbälle für Nicole Provis. Und jetzt erinnern wir uns an Szenen in Wimbledon, als Jana Nowotna schon 4:1 im dritten Satz im Finale gegen Steffi Graf in Führung lag. Also wieder typisch Nowotna. Sie steht kurz vorm Sieg, denkt vielleicht schon dran, wo sie nachher noch eine Kleinigkeit essen wird oder was sie vielleicht in der Pressekonferenz den Journalisten so erzählen wird. Aber die hundertprozentige an 1 gesetzt hatte die Tschechische Republik erst in der zweiten Runde einzugreifen, im Viertelfinale nämlich. Am Schluss hieß es 2:1 gegen die Schweiz, nachdem Korda 6-0, 6-2 gegen Lasek gewann. Und das entscheidende Mix ging an Korda Nowotna mit 6-4, 6-4 gegen Manuela Maleva-Fanier und Jakob Lasek. Nicole Provis im ersten Spiel, Zweisatzsieg über Katharina Lindqvist und dann ein Dreisatzsieg über Nathalie Tosia. Love 15. So, nun 2 Punkte vom Sieg entfernt, Jana Nowotna. Es ist noch ein Break, das sie vorlegt gegen, vorne liegt gegen Nicole Provis. Zu schwach dieser Angriffsball. Zu wenig Sidespin. Und dreimal Matchball für Jana Nowotna. Jetzt muss sie es aber machen. Der Ball ist knapp im Aus, damit 1:0 Führung für die Tschechische Republik nach dem Sieg von Jana Nowotna über Nicole Provis. 6-2, 6-2, gleich geht's weiter mit Mazur gegen Korda.